Roland Rettel und sein Team befinden sich im Februar einmal mehr in einem kulinarischen Höhenflug. Christian Jürgens, einer der besten Köche Europas, ist diesen Monat zu Gast im Hangar 7. Für den 38-Jährigen ist der Griff nach Sternen Lebenskonzept. Mit Zweien ist er bereits ausgezeichnet. Jahrhundertkoch Eckhard Witzigmann, ehemaliger Lehrmeister des Starkochs, ist überzeugt. Der dritte Michelin-Stern für Christian Jürgens ist für den vielfach Ausgezeichneten nur noch eine Frage der Zeit. Fantasie und Perfektion. Das Motto eines Christian Jürgens klingt einfach. Was er allerdings im Relais Chateau Hotel Burg Wernberg an ausgeklügelten Menüfolgen auf den Teller zaubert, ist geschmackliche Magie. Zwei leidenschaftliche Köche, die den perfekten Geschmack suchen. Eine solche Allianz bleibt nicht bei einer Vision. Das kompositorische Ergebnis von Roland Rettels Burgaufenthalt in der Oberpfalz sind zwei achtgängige Menüs, exklusive Amuse-Bouche. Gänsestopfleber mit Himbeeren und belgischen Endivien. Rotbarben und Avocado auf zwei Arten zubereitet. Zu Jürgens Handschrift gehören stets kulinarische Miniaturfeuerwerke als Geschenk an den Gast. Aber nicht nur bei den Amuse-Bouche ist höchste Präzisionsarbeit gefragt. Für das Icarus-Team ein Marathon im Sprinttempo, den der akribische Meister von der ersten Minute an zu schätzen weiß. Im Restaurant Icarus lassen die Platzreservierungen nicht auf sich warten. Die kulinarischen Kostbarkeiten eines der 10 besten Köche Deutschlands im einzigartigen Ambiente des Hangar 7. Diese Symbiose begeistert. Zu Recht. Bei Christian Jürgens ist der Geschmack die Grundlage für die Komposition und Anrichteweise. Genaues Timing. Detailgenauigkeit und Feinarbeit im Sekundentakt. Jürgens Menüfolgen sind in der Zubereitung eine Herausforderung und im Genuss eine Sensation. Oberkellnerin Sarah Adler bringt die ersten Reaktionen der Gäste auf den Punkt. Also die Gäste waren super zufrieden und sind also am Tisch ausgeflippt, kann man sagen. Also war ganz toll. Die Begeisterung für das Hangar 7-Team teilen nicht nur die vielen Gäste. Auch der akribische Meister selbst zeigte sich nach 2 Tagen äußerst zufrieden. Wir haben uns ein Riesenprogramm aufgestellt und nach den ersten 2 Tagen, muss ich sagen, wir sind gut im Plan und es wird immer noch schöner. Also ich finde das ganz toll, was hier passiert.